Selten gibt es bei einer so komplexen Materie wie dem Ökostromgesetz eine derart breite politische Zustimmung, wie es dieses Gesetz heute im Parlament gefunden hat. SPÖ, ÖVP, die Grünen und das BZÖ haben dafür gestimmt, staatliche Förderungen für alternative Energien auf eine neue Basis zu stellen. Und sogar die Umweltorganisationen sind zufrieden. Aber auch in die größte Zufriedenheit mischt sich Kritik. In diesem Fall kommt sie von Arbeiterkammer und Industrie. Sonja Sagmeister berichtet. Rund 5 Millionen Euro kostet ein modernes 2 Megawatt Windrad. Dahinter verbirgt sich ein Kraftwerk, das bis zu 1200 Haushalte mit Strom versorgt. Der Vorteil: Wind und Sonne sind gratis und im Gegensatz zu anderen Energien nicht abhängig vom Weltmarktpreis. Die Investition wird vom Staat gefördert. Das neue Ökostromgesetz sieht für Wind, Sonnenenergie, Biomasse und kleine Wasserkraftwerke bis zum Jahr 2015 550 Millionen Euro pro Jahr an Förderung vor. Bisher waren es 200 Millionen weniger. Das ist ein Meilenstein im Ökostromgesetzbereich. Es hat die letzten Jahre einen Rückstau an Anlagengenehmigungen gegeben. Der wird durch das neue Gesetz abgebaut werden. Es gibt endlich stabile und sichere Investitionsbedingungen. Ökostromproduzenten bekommen zwischen 3 und 10 Cent mehr als herkömmliche Lieferanten. Künftig soll aus der Steckdose kein importierter Atomstrom mehr fließen. Mit dem jetzigen Ökostromgesetz wird es möglich sein, bis 2015 den Atomstrom aus den österreichischen Netzen zu verdrängen, also so viel Windstrom zu erzeugen, wie Atomstrom in österreichischen Netzen ist. Die Kosten für Konsumenten steigen aber, laut Regierung, um 1 Euro im Monat pro Haushalt. Die Arbeiterkammer rechnet mit mehr und kritisiert, dass Strom künftig rund 53 Euro pro Jahr mehr kosten könnte. Die Wirtschaftskammer unterstützt das Ökostromgesetz, aber als Stromverbraucher zahlen wir die Ökostromförderungsbeiträge und die werden natürlich im gleichen Ausmaß wie die Fördervolumina auch in die Höhe schnellen. Für die kleinen und Mittelbetriebe kommt es jetzt zu einer leicht überproportionalen Zunahme der Belastung im Verhältnis zu den anderen Konsumentengruppen. Tatsache ist, Österreich muss sich anstrengen und den klimaschädlichen CO2-Ausstoß bremsen. Der Ausbau von Ökoenergie soll helfen, die Vorgaben zu erfüllen. Ich begrüße jetzt bei mir im Studio Wirtschaftsminister Reinhold Mitterlehner. Guten Abend. Herr Dr. Mitterlehner, Österreich soll also ab 2015 energieautark sein, das heißt keinen Strom mehr importieren müssen. Aber was wird bis dahin passieren? Werden jetzt flächendeckend Windräder aus dem Boden schießen oder wie kann ich mir das vorstellen? Sie müssen sich das so vorstellen, dass wir mit den Branchen das genehmigungsfähige Potenzial abgetestet und ausgelotet haben. Es gibt auch eine Potenzialanalyse des WIFO. So haben wir dann die Aufteilung der Fördermittel gemacht und damit können wir sicher sein, dass wir einen ausgewogenen Branchenmix haben, damit auch Versorgungssicherheit, was die Umsetzung anbelangt. Wir werden alle 2 Jahre prüfen, ob wir auf dem Weg, 2015 atomstromfrei zu sein, auch richtig vorankommen. Ich finde das auch, wie jetzt im Beitrag gesagt, es ist ein gewaltiger Schritt vorwärts. Und die Kostenbelastung muss man ja jetzt so sehen, dass wir schon 35 Euro Belastung haben und möglicherweise dann noch einige Euro, diese 18 oder 19 Euro dazu haben. Zu den Kosten kommen wir noch. Ja. Ich würde noch gern wissen, wenn ich Sie richtig verstanden habe, wissen Sie jetzt schon genau, wo welche Projekte umgesetzt werden? Wir wissen das nicht genau jetzt im Einzelbereich, aber es gibt eine grobe Abschätzung, was Wind anbelangt, was Wasserkraft, was Biomasse, aber auch Photovoltaik anbelangt. So haben wir das aufgeteilt. Und daneben gibt es dann auch noch einen Resttopf. Und bei dem Resttopf schauen wir, dass wir möglichst bald Netzparität erreichen. Das heißt also, das Ziel ist es ja nicht, dass wir Förderungen um der Förderung willen vergeben, sondern wir wollen möglichst bald technologisch an der Marktfähigkeit sein. Und so ist das ganze Ökostromgesetz ausgerichtet. Und ich glaube, dass wir da auf einem sehr, sehr guten Weg sind. Vielleicht sogar etwas besser als Deutschland, die einfach ohne Grenzen fördern und dann Probleme gehabt haben. Aber 2015 ist nicht irgendwann, 2015 ist in 3,5 Jahren. Jetzt weiß man, dass die Mühlen der Behörden mitunter langsam mahlen, dass da Genehmigungen erteilt werden muss, dass beeinsprucht werden kann. Wie sollen so viele Projekte in 3,5 Jahren umgesetzt werden, dass Österreich dann energieautark ist? Ja, wir haben ja jetzt eine Warteliste und ein zweites Ziel des neuen Gesetzes ist es ja, die Warteliste auch abzubauen. Und da gibt es jetzt bestimmte Standards.
Standards für Projekteinreichungen, die die jeweiligen Branchenvertretungen ja auch bestens kennen und unterstützen. Das heißt, der ganze Genehmigungsablauf wird jetzt schneller werden. Es wird natürlich da und dort vielleicht im Bereich Wasserkraft oder woanders Probleme geben, aber wir rechnen alle, und das waren lauter Experten, dass wir tatsächlich die Planziele bis zum Jahr 2015 erreichen werden. Und dass das ziemlich realistisch ist. Kommen wir zur Kritik, kommen wir zu den Kosten. Sie haben heute im Parlament gesagt, jeder Haushalt wird etwa 12 Euro mehr ausgeben müssen. Die Arbeiterkammer rechnet ganz anders. Die rechnet damit, dass jeder Haushalt 55 Euro pro Haushalt ausgeben muss. Was ist jetzt wirklich der Preis, den es dem Österreicher oder Österreicherin wert sein muss, dass es keinen atombelasteten Strom mehr in Österreich gibt? Ja, wir haben jetzt tatsächlich noch bei den Schlussverhandlungen erhöht und haben ja auf 50 Millionen jährliche Förderung ausgeweitet. Daher wird die Berechnung der Arbeiterkammer, dass wir in der Belastung von 35 Euro auf rund 53 Euro kommen werden, ist nicht falsch. Man muss aber sagen, die Belastung geht dann wieder zurück, weil ja die ersten Förderungen dann auch schon auslaufen. Und das Entscheidende aus meiner Sicht ist, was sagt der Konsument dazu? Jetzt haben wir eine Umfrage machen lassen bei Spektra in Linz und 1000 Konsumenten befragt und rund 80% tragen diese Kosten mit. Warum tragen sie sie mit? Weil es ihnen was wert ist, atomstromfrei zu sein. Und deswegen, glaube ich, sind wir auf einem guten Weg und bei der Hälfte der Belastung, was Deutschland anbelangt. Und glaube, das ist vertretbar, wenn es um bestimmte Ziele geht, die wir erreichen wollen. Okay, aber um es festzumachen, eine Belastung von etwa plus minus 50 Euro pro Jahr jetzt ist einmal kurzfristig einzukalkulieren. Ist einzukalkulieren, aber ich glaube, ich habe die Umfrage angesprochen und heute hat jeder, aber wenn er von andere... wie vielen Jahren sprechen wir dann? Wann wird es abebben? Das ist eine jährliche und wird dann ab 2016 auch wieder weniger werden, weil dann schon die ersten Förderungen, die wir im Jahr 2003 begonnen haben, schon auslaufen und wird dann über die Jahre sukzessive zurückgehen. Wir bauen ja auch diese 50 Millionen Förderung pro Jahr auf 40 Millionen dann ab über 10 Jahre, was nichts anderes bedeutet, dass wir sicher sind, dass wir uns dem Markt annähern. Es geht eben nicht um Förderungen an sich, sondern wir wollen Marktgelegenheit und Wettbewerbsfähigkeit erreichen. Kommen wir zu den anderen Kritikern. Viele sind es ja in diesem Fall, wie gesagt, nicht. In diesem Fall ist es die Industrie. Das kann Ihnen natürlich als Wirtschaftsminister nicht ganz egal sein. Die Industrie, die Industriellenvereinigung, vermisst eine Lösung für energieintensive Betriebe. Werden Sie die noch nachreichen? Nein, die ist ja Bestandteil des Gesetzes und war mit ein Grund, warum wir überhaupt diese Regelung gemacht haben. Die Deckelung, die in Deutschland vorhanden ist und bei uns nicht notifiziert, heißt genehmigt worden ist von der EU. Jetzt haben wir eine Regelung drinnen und die Kritik bezieht sich ja nicht darauf, dass wir das nicht haben, sondern dass wir jetzt noch einen kurzen Genehmigungsvorgang haben werden auf EU-Ebene. Wir haben hier schon vorgebaut, informell, und glauben, dass wir die Genehmigung bald haben. Daher ist die Kritik in diesem Fall, ich habe sie auch nicht so verstanden, möglicherweise überbewertet, aber ich glaube, eigentlich ist es gar keine Kritik, sondern man möchte eine rasche Umsetzung. Ich glaube, die Wirtschaftskammer und die Industriellenvereinigung und ihre Anliegen gut zu kennen. Und ein wenig Kritik ist ja nicht schlecht. Ich glaube, sie ist aber auch in dem Fall nicht angebracht. Gut, Sie sind ja nicht nur Wirtschaftsminister, Sie sind auch vor wenigen Monaten im Gespräch gewesen als einer der aussichtsreichsten Kandidaten für das Amt des ÖVP-Chefs. Jetzt gibt es im aktuellen Profil eine Umfrage, wonach nur 24% der Befragten der Meinung sind, es laufe unter Spindelegger besser als unter Pröll. Hätten Sie es besser gemacht? Also diese Frage stellt sich nicht, sondern es ist so, wie es ist und wir sind in einer Umbruchssituation. Der Parteiobmann hat selber gesagt, es ist nicht von einem Tag auf den anderen änderbar. Es ist momentan viel in Bewegung. Wir haben eine klare Ausrichtung, was Leistung anbelangt. Ich glaube, dass der Erfolg nicht mehr lange auf sich warten lassen wird, was Umfragen anbelangt. Und daher sind wir auf einem Weg nach oben, was für die Regierung meines Erachtens insgesamt zutrifft. Die Lage ist besser als die Stimmung und wir werden uns verbessern. Da bin ich sehr optimistisch. Es ist so, wie es ist. Heißt nicht, dass Spindelegger in Ihren Augen alles richtig gemacht hat. Absolut richtig gemacht und wir sind auch bestens abgestimmt. Also da gibt es aus meiner Sicht nicht den geringsten Diskussionsbedarf, weder intern noch extern. Sie haben heute einen wirklich optimistischen Tag, Herr Minister. Ich bedanke mich fürs Kommen. Danke auch.